Also Jungs, um 14 Uhr geht es erstmal los mit dem Master of the Universe Rennen. Der größte aller Zeiten, Egon Müller, den wir hier mal eben begrüßen dürfen. Hey, hey! Ist das eine geile Begrüßung hier? Dankeschön. Davon haben wir noch geträumt, als wir im Sandkasten gespielt haben. Wie war der Tim im zweiten Gang? Ja, mal gucken, mal, ob ich reinkommen würde. Zweiter Gang oder erster? Ich würde den zweiten nehmen, aber dann volle Drehzahl. Aber die Konkurrenz ist hart. Da drüben steht ein richtig hammerharter Apparat, der richtig gut präpariert ist. Der Tipp war gut mit dem zweiten Gang. Fängt zu regnen, machen wir erstmal die Autogrammstunde hier drinnen, ne? Jawohl. Machen wir hier drin, meine Augen. Oh, die Ducati Trackstar. Ich muss das eigentlich auch eben sehen, was da geht noch, jetzt. Hast noch genug Karten mit? Da habe ich hier. Warte noch da. Jawohl. Das ist einmal für Lina, ne? Bitte schön, Lina. Und das ist für? Tja. Wie wird das buchstabiert? TJ. 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 Und der Park. Das kriegen wir doch auch noch hin hier. Und der Kameramann ist der Ex-Weltmeister. Das ist wohl so. Danke, super. Wie heißt auch Lena? Ich klicke noch eine kleine Spende. Wie heißt du auch? Doch. Wie heißt auch Lena? Lena, auch, okay. Bist du auch von den anderen ein? Lena. Bitte schön, Lina. Und ich besorge dir jetzt auch noch. Okay, das ist toll. Danke, ja. Ja, kann man mal die. Wir machen eben Platz. Alles gut. Kleine, die wartet noch auf die anderen. So, was passiert mit dem hier auf dem Arm? Der wird tätowiert. Der wird jetzt richtig mit Farbe? Ja. Ist ja wahnsinnig. Nein. Geil. Okay, dann legen wir mal los hier. So, jetzt frage ich doch mal ganz knapp: Seid ihr hier aus der DDR oder warum steht ihr hier so lange? Wegen dir, Egon. Wegen mir doch nicht. Ja, dann würden wir euch mal ein paar Autogramme geben jetzt, ne? Yeah. Der Buchmacher, Mietja auf einer SR 500. Bin gleich zurückgeschossen, ne? Ist das jetzt gefilmt oder ist das jetzt nur ein Bild? Das ist gemein, lass das! Also ich muss nur immer sagen, hier unten sind in der Gegend die geilsten Fans, also wirklich. Auf jeden Fall. Dankeschön, vielen Dank. Ich bin doch von dem Köpfer. Ja, heute. Wen fotografierst du da? Weiß ich nicht. So, eine kleine interne Durchsage. Ich möchte mal Jan bitten, noch einmal die Rennstrecke glatt zu ziehen.
rechts heute wieder eine tolle Hilfe, Frankie und unser alter Kämpfer Egon Pollmann. Das ist ja eine Überraschung. Du hier, wunderbar. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ja, ich habe das in der Zeitung gelesen. Ah ja. Und im Radio und im Fernsehen kam das auch. Ich mach mal eins mit Egon heute. So, ihr wolltet so viele Bilder von mir haben und jetzt habe ich euch auch alle drauf. Ja, super. Das sind natürlich die geilsten Fans hier. Mein Mördergegner hier. Ja, und der ich werde es dem Egon nicht einfach machen. Ja, ganz egal. Er hat geschworen. Ja. Rache ist Leberwurst. Ja, da kommen wir einiges zu. Das werde ich machen, ne? Ein ganz, ganz hart erkämpfter Sieg. Du hast nur einen Fehler gemacht. Du hast dich eingebuddelt. Ja. Dein Hinterrad hat sich so doll eingebuddelt. Ich habe mich ganz leicht gemacht und habe das rüberlaufen lassen. Und das waren die entscheidenden Meter. Aber weißt du was? Ich konnte nicht mal gucken, wo du warst. Ich habe so viel zu tun gehabt, damit ich gerade ausfahren konnte. Ja. Weil das will ja immer zur Seite ausbrechen. Will es. Aber ich hatte anfängliche Schwierigkeiten, bin nicht gleich Vollstart losgekommen. Da warst du weg, keine Chance gehabt, hinterher zu kommen. Respekt vor deiner Leistung. Hut ab, ja. Da sind Profis unterwegs hier. Ja, komm her. Kleiner Rennfahrer wird das bestimmt. Ja, sehr gut, ich sehe das schon. Das wird ein Rennfahrer. Lenny. Egon, wer ist denn der Herr? Das ist mein Gegner. Captain Fritz Schmidt. Moin, Captain Ahoi. Fritz Schmidt, der Weltmeister, der amtierende Sandweltmeister. Okay. Sandy Beach, Nice Line 32. Ich hätte auch gerne einen Stern. Genau. Ja. Ohne Ende wird hier geschraubt. Hier scheint es ja um was zu gehen heute. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so was Geiles zu bauen? Ja, man nimmt einfach eine Basis, die günstig ist und dann wird man kreativ tätig. Geiles Teil. Julia, du fährst dieses heiße Gerät. Ja, ich fahre.
Und schon mal Erfahrung im Rennsport gesammelt? Ganz früher, da war ich 15 oder 16. Da bin ich mal Motocross-Rennen mitgefahren. Aber das ist ewig her. Und mit der war ich noch gar nicht. Und du bist, glaube ich, die einzige Dame hier, ne? Oha, dann mal viel Glück. Danke. Das ist ja ein richtig heißes Gerät. Oh, sorry. Hast du das selber gebaut? Du bist der, der da drauf steht, ne? Soll ich damit? Ach so, ja, genau. Viermal Kochmeister. Ein bisschen umgebaut. Die haben wir, ist ein bisschen umgebaut. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Leistung rausholen. Ja, ja. Deshalb auch die anderen Tüten drauf und dann schauen wir mal. Ja, viel Glück. Das ist ein richtiger heißer Apparat hier. Und was rechnest du dir aus? Nichts anderes als den Chidl. Am Selbstvertrauen fehlt den Jungs hier nicht, ne? Auf jeden Fall läuft die ja schon mal, das wäre schon mal viel wert. Aber ob da nun Qualm drin ist, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber ihr wollt ja auch nicht, dass euer lokaler Weltmeister hier geschlagen wird. Wir haben geschwitzt, das glaubst du nicht. Warum habt ihr geschwitzt? Ja, gestern früh ruft er mich an, Weltmeistermaschine springt nicht an. So, da haben wir bis spät nachts gesessen und geschraubt hier mit allen Fachspezialisten der Welt. Geil. So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, jetzt läuft sie. Da bin ich ja mal gespannt. Hier wird ja im Schweiße der Füße gearbeitet. Das ist aber doch wohl hoffentlich nicht das Motorrad, was der Weltmeister hat. Genau das ist das. Das geht an der Rad, soll ich rein. Ja. Hier wird an der Konkurrenz rumgeschraubt. Oh. Dann wird das da auch gleich hier getürkt. Ne? Da wird ja gleich die Konkurrenz ausgeschaltet. Eigentlich hätten sie es nicht funktioniert. Er ist jetzt nicht mehr, er ist keine 17 mehr, aber er hat ganz, ganz große und fette Jahre gehabt. Freunde, ich will euch mal etwas erzählen, was Lebensfreude ist. Lebensfreude habe ich heute wirklich wieder neu kennengelernt und neu definiert. Ich habe so viele nette, liebe Leute heute kennengelernt, die mir so viel Spaß gemacht haben. Angefangen über diese unglaublich veredelten Maschinen und mit viel, viel Herzblut, die dabei waren. Und auch alle Aussteller, die haben mich hier mit Eis voll gefüttert. Da hinten und überall, ess doch noch eine Wurst, Egon, und nimm doch noch mal Pommes. Und da ganz hinten, ich habe eine Freundin, die hat solche, guck mal mit, ein paar Fotos machen. Alles habe ich gemacht, das hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sandy, der Tontechnik, du hast das richtig gut im Griff. Ganz junge Dame, die kriegt jetzt mal einen Applaus, weil die für die Beschallung hier zuständig ist. Und das hat sie wirklich super gemacht. Sandy, ich hoffe, du hörst deinen Applaus hier. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich muss leider morgen in Hamburg arbeiten. Normalerweise habe ich mich freistellen lassen. Ich wäre heute in Wittstock-Dosse ein Spielrennen moderieren, aber ich habe gesagt, das wird mir einfach zu viel Stress in meinem Alter. Und deshalb bin ich jetzt hier und habe das richtig genossen, ganz vielen Leuten tolle Gespräche geführt. Und ich hoffe, wir sehen uns nach Möglichkeit nächstes Jahr wieder in irgendeiner Art und Weise. Ich wollte mich noch musikalisch, gesanglich verabschieden, aber leider hat das nicht geklappt mit dem Stick. Der wollte nicht. Was lachst du denn? Glaubst du, kann ich singen oder was? Yesterday's my dream. I face the morning. I call out on a breeze. The pain is calling. Oh, Erwin, what a nice one. Dankeschön. Wie wenig Künstler, die sich hinstellen ohne Musik, irgendwas sagen, wir hatten schade die Musik und schade, dass der Captain leider gegen mich verloren hat. Das tut mir so leid. Wir haben uns abgemacht, pass auf, wir liefern eine geile Show ab. Wir gucken, wo wir sind und fahren Rad an Rad ins Ziel. Aber ich habe kein Rad gesehen von ihm. Das tut mir so leid. Er hat doch vorher mich gewarnt. Und er hat vorher gesagt, du guck mal, was du filmst überhaupt. Nachher habe ich nur die Füße drauf. Das zu Hause ist es warm. Für deine Frau ist das. Da sagt er, das ist dein Handy. Da sagt der Kapitän zu mir heute Morgen, Egon, weißt du was, ich gebe dir mal einen guten Tipp. Guck nicht so nach den scharfen Mädels. Die haben ganz geile Mädels da oben stehen, der Facke. Und guck die nicht auf den Hintern und so. Denn bist du nämlich am Start, bleibst du stehen. Ich bin weg. Wahrscheinlich war der Tipp ganz gut. Er hat aber geguckt, glaube ich. Ich meine Damen und Herren,
Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen, in aller Frische, wenn wir alle noch gesund und fit sind. Passt alle auf, Motorradfahrer, lieben Sie ungefähr. Wir haben dieses Jahr schon 3 Freunde verloren. Unter anderem Rolf Diefenbach, ein Mensch, der 7-mal deutscher Motocross-Meister war. Fährt raus, will nur ein bisschen in der Landschaft fahren, ihm kommt einer auf seiner Spur entgegen mit dem Handy in der Fresse und bang, das war sein Leben. Und deshalb möchte ich daran appellieren, dass ihr immer für die anderen Idioten mitdenkt, wenn ihr auf dem Motorrad fährt. Das muss man machen. Und dann wünsche ich euch wirklich, dass ihr alle fit und gesund und munter nächstes Jahr. Oh, wie schräge er das hält, die ganze Scheiße. Das kann ich alles wegschmeißen. Gib mir mal das Mikrofon, du! Ganz tolle Arbeit. Thank you.